Hallo und willkommen auf dem KPSCH YouTube Channel. Ist eine kurze Reaktion von mir auf eine Aussage, die so und ähnlich immer mal wieder gesagt wird. Und zwar sinnesgemäß die Aussage: Religionen gefährden den Weltfrieden. So als Grundaussage. Da ist jetzt mal kurz die Frage, wie kommt das bei einem Menschen an, der sich für den Weltfrieden einsetzt und gleichzeitig gläubig ist an etwas, das gemeinhin als Religion gilt und vielleicht auch irgendwie institutionalisiert ist. Nun, dieser Mensch könnte auf die Idee kommen, ihm würde vorgeworfen, er sei durch den Umstand, dass er gläubig ist, gewissermaßen behindert in seinem Bestreben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dass also Menschen, die nicht religiös sind, einen Vorteil hätten, weil es leichter wäre, als nicht religiöser Mensch die Welt zu verbessern, als religiöser Mensch. Das ist ein denkbarer Schluss, den ein religiöser Mensch daraus ziehen könnte. Dann kommt noch hinzu, normalerweise steht ein religiöser Mensch in einer gewissen Kritik von verbrecherischen Elementen, die auf Basis der institutionalisierten Religion eine Schreckensherrschaft der einen oder anderen Art errichten wollen, weil natürlich in diesem Bilde, in dieser Strategie jene Menschen, die sich für den Frieden engagieren, grundsätzlich stören. Und gerade auch aus der instrumentalisierten Religionen herausgedrängt werden müssen, weil sie den verblendeten, nützlichen Idioten ansonsten möglicherweise aufzeigen könnten, dass es andere Wege gibt. Und hier kommt zu diesem Druck dann auch noch der Druck von außen hinzu, von Menschen, die nicht dieser Religion angehören. Es ist also gewissermaßen eine Ablehnung von beiden Seiten, so von den selbsternannten richtigen Anwendern der fraglichen Religion, die sie aber in Wirklichkeit missbrauchen, und von außen von denjenigen, die grundsätzlich nicht dieser Religion oder überhaupt einer Religion angehören. Es gibt einen doppelten Druck und kann natürlich dazu führen, dass das Engagement für den Weltfrieden eindeutig abnimmt. Dann wollen wir noch kurz auf die historische Perspektive schauen und schauen, ob denn nicht religiöse Bewegungen, Herrschaftssysteme den Weltfrieden erfolgreicher gefördert haben. Nun, in einem gewissen Maße ja. Die Aufklärung, die aber von Anfang an eigentlich nicht so, wenn ich das vermute, eher nicht so politisch gemeint war, sondern mehr wissenschaftlich, also mehr wissenschaftlich-technisch, hat zumindest per se keinen Krieg geführt, von dem ich wüsste. Könnte mich jetzt aber auch irren. Nun, ja, dann haben wir aber das Problem, sehr dediziert atheistische Denkweise des Kommunismus war für den Weltfrieden, ja eben, die war eher für Weltkriege, also Weltfrieden irgendwie, jedenfalls, die hat dem Weltfrieden nicht unbedingt gedient. Die Polarisierung der Welt in Kapitalismus und Kommunismus. Kapitalismus ist ebenfalls eine nicht religiöse Denkweise, eine rein wirtschaftliche.
und vielleicht wirtschaftsideologische, wenn man so sagen will. Und im Grunde hat weder die kapitalistische noch die kommunistische Weltsicht oder gerade auch die Blockbildung, die jetzt nicht religiös motiviert war und die man so wohl als atheistisch bezeichnen könnte, den Weltfrieden eigentlich nur durch das Gleichgewicht des Schreckens und die Atomwaffen gesichert. Und die hatten jetzt nicht direkt was mit zu tun, das war eigentlich mehr eine militärische Logik, die ist allerdings auch wieder atheistisch. So gesehen ist es nicht ganz leicht. Ich glaube nicht, dass der Umstand, dass diese Philosophien atheistisch waren, sie jetzt abgehoben hätten. Die militärische Logik, die hat sich nicht unterschieden von Zeiten, wo Kirchen und Staaten nicht getrennt waren, wo der König der oberste Priester war gleichzeitig. Da war die militärische Logik grundsätzlich mal die gleiche. Das war eine ausführende technische Aktion. Und da hat sich jetzt nicht viel geändert. So gesehen, es ist geschichtlich schwer zu sagen, weil man muss auch sagen, der weitaus größte Teil der Geschichte stammt aus Zeiten, in denen Religion und Staat nicht getrennt waren, was immer ineinander floss. Aber die russische Revolution war keine dediziert friedliche Zeit. So gesehen, ich könnte das jetzt nicht behaupten, es wäre ganz klar zu trennen zwischen den atheistischen und den religiösen Regierungsformen, sagen wir jetzt mal, und ihrer Friedenssicherung. Nun ja, Essen hat geschrien. Jetzt habe ich mir das ein bisschen überlegt. Die Trennung ist so schwierig, dass es mir nicht gelingt, einen eindeutigen Schluss zu ziehen auf die Schnelle. Es ist ja nicht immer ganz klar zu sagen, war zum Beispiel das Dritte Reich religiös oder nicht religiös. Nun, es war nicht kirchlich. So gesehen könnte man es unter atheistisch bringen. Es hat aber gleichzeitig eine Pseudoreligion geschaffen. Das hat der Stalinismus, der Leninismus, Stalinismus hat das auch gemacht. Also waren die jetzt religiös oder waren die jetzt nicht religiös? Hatten wir überhaupt eine nicht religiöse Gesellschaftsform? Nur schon diese Frage. Wenn man alles, was das Dritte Reich betrifft, den ganzen Leninismus, Stalinismus grundsätzlich als atheistisch und in dem Sinne nicht religiös bezeichnen will, dann kann man sagen, der Weltfrieden hat jetzt nicht direkt etwas damit zu tun, also Religion oder Nicht-Religion hat nicht viel direkt mit dem Weltfrieden zu tun. Wenn man sie als pseudoreligiös bezeichnet, ist dann die Frage, wo bleiben die echten atheistischen Systeme jetzt noch übrig, die in einem großen Maßstab, der für den Weltfrieden relevant war, etwas bewirkt hätten. Nun ja. Ich komme jetzt in der Kürze der Zeit nicht direkt zu einem Schluss. Möchte auch nicht jetzt 4 Stunden darüber reden. Es ist nur als Denkanstoß, dass eine Pauschalisierung, in der sich jene Menschen, die religiös motiviert für den Frieden arbeiten, ausgegrenzt werden, den Weltfrieden vermutlich nicht fördert.
Und das ist ein Bibelwort, an ihren Taten oder an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Abwandlung an ihren Taten soll man sie messen, könnte man auch sagen. Das ist vielleicht der bessere Ansatz, als dass man Leute an ihrer Gruppenzugehörigkeit misst. Nun denn, ich wünsche einen schönen Tag. Und es gibt noch viel darüber nachzudenken, und das ist sowieso das Wichtigste, Leute, denkt.